you need help? There's a group of raiders that won't leave us alone. Stealing our food and supplies, threatening us if we can't give them what they want. We know where they're coming from, but we can't stand up to them ourselves. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. I hope so. We didn't know what to do. Thank you.
so. What the fuck? Hey. Hmm? Aw, and here I thought you wanted to snuggle. Thank you.
das Zeug zerstören, da wo wir rumtragen, für nichts.
watching me back and making sure I don't... I think maybe it's time to tell you a little bit about who you're traveling with. There's no reason for us to... It would be nice to know more about you. You're safe. It all. I'm convinced I was yelled the whole time I was... Right. Then me 18. They slapped it. Sure. 18 years... Well, that settles it, I suppose. Friends it is, then. Hope I make you a good one. Otherwise, I'm gonna look right the fool, aren't I? Hey. Need something?
Psycho. Step. Claro, it's all contano. Used by Polo. Geile Name. This is now a combat zone. You may suffer harm up to and including death if you remain in the area. This notice required by law. Aber nicht Fabio. Ich habe so einen Freund, der hat 300 verschiedene Nicks auf Twitch. Bin gerade in der U-Bahn-Station. Station. Ich muss die clearen, die Minutemen-Mission machen da. Wahrscheinlich kommt er schon wieder raus, aber ich mache da mal weiter, bis ich das wirklich alles durch bin. Wo ist sie denn? Next time. Okay, gut, kannst du den nicht. Nee, ist ein toller Typ. Moment. Weiß nicht, wie laut ich mich noch raufschrauben kann. Sowieso mal ein neues Headset kaufen. Anscheinend knackt es manchmal auch. Ich glaube, jetzt bin ich auf dem Maximum mit den Einstellungen momentan. Thank you.
auch Fallout-Spieler. Fallout 76 schon bestellt. Wahrscheinlich ein sehr geiles Spiel, dieses Fallout 76 Multiplayer. Und dann zusammen die Stadt Basissachen bauen und so. Könnte sehr interessant sein. Zwei unterwegs hier. Er macht wirklich den Anschein. Die eingefleischten Fallout-Spieler haben ein bisschen Probleme damit, dass es ein Multiplayer ist. Was ich Angst habe, ist, ich habe gelesen, dass alles auf derselben Karte sein wird, immer wieder. Wenn du immer mit gegen dieselben spielst, das könnte schon ein bisschen ein Problem werden. Bei anderen Spielen, wo du immer ein bisschen mit anderen unterwegs bist, gehst du einander auch nicht so schnell auf den Sack. Oder auf jeden Fall ein anderer dann. Gemäß den Artikeln musst du ja sowieso zusammenspannen, für dass du wirklich Erfolg auch du bekriegst mehr XPs, wenn du zusammenarbeitest in einer Gruppe. Und du hast nebst den höheren XP-Werten kriegst du. Musst du dich auch spezialisieren, weil anscheinend es zu zeitintensiv wäre oder so, dich in allen Bereichen aufzuskillen oder so. Irgendwie macht es Sinn, dass sich jeder spezialisiert. Von dem her, ja. Es ist nicht gerade, ja. Wenn man es natürlich kennt und so. Und ja, ich habe das erste Mal Fallout 4 vor etwa 2 Jahren gespielt. Angefangen, neuen PC gekauft und gebaut, nicht mehr installiert. Und
dann E-Mail angefasst. Und jetzt habe ich sehr viel mit zwei Freunden Division gezockt. War schon geil. Aber jetzt ist es dann auch ausgelutscht. Deswegen habe ich mir gedacht, auf Fallout 76, lass uns doch mal schauen, was Fallout 4 so kann. Und jetzt trainiere ich, damit ich eine Chance habe bei Fallout 76 dann. Sowieso ziemlich viele Combat Armor. Kommen sowieso ziemlich viele neue Spiele, die lustig sein könnten, auf den Markt. Nicht nur Fallout 76, das Skull and Bones, dieses Piratenspiel gefällt mir auch noch, was ich bis jetzt gesehen habe. Schön konnte ich dich dazu verleiten, wieder anzuspielen da. Viel Spaß dann. Und danke nochmals für den Follower. Bis dann und ja, gut sammeln. Sie hier durchkommen. Ich glaube es hier. Geht es da hier nachher?
Bin ich in dieser Situation auch noch gestorben. Heads up. Sure, sure. Go check that out. So, ich muss meinen Kleinen holen. Ist aufgewacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.